Aimbar Kisses. Was könnte Aimbar Kisses sein? Ich würde sagen, einfach mal nachkontrollieren. Das folgende Video beschäftigt sich mit meiner freien und persönlichen Meinung über E-Zigaretten-Hardware, Liquids und Zubehör. So, Freunde, Aimbar Kisses. Und ich habe das Gefühl, ich war irgendwie so ein bisschen verpeilt oder verstrahlt gerade eben bei dem Intro und habe mir das Ganze mal selber angehört. Das war irgendwie ganz konfus, hatte ich das Gefühl. So, es geht auf jeden Fall irgendwie um Grapefruit, Zitrusfrucht, Frisch, Limonade, Limone, Note, Joghurt, all in one. So, ich würde sagen, die Airflow stelle ich jetzt mal auf beide Löcher. Ich will das nämlich mal hier testen, wie die Stove läuft mit doppelter Belüftung. Und bevor ich irgendwas darüber sage, teste ich jetzt erstmal eine Runde. Erster Eindruck, ganz, ganz starke Zitrusfrucht. Ganz ehrlich, Zitrus und Limone, die boxen sich gerade miteinander. Nicht schlecht. So, es geht so in die Richtung Sommerliquid irgendwie, ne? Schön 30 Grad, erstmal eine Runde hier Amber Kisses gedampft, dann wird das Ganze so sehr frisch und kühl durch die Zitronen, ja, oder ist die Limette, also die Limone so eher im an im Limone, sag ich. Doch, Limonen. Ja, Limonennoten. Doch, ich glaube eher die Zitrone. Zitrone ist definitiv stärker. Ich zieh nochmal. Zitrone ist definitiv mehr vertreten, viel, viel stärker. Nur, mir fehlt dieser Touch von Joghurt irgendwo. Weil, ja, wenn man es halt immer, man vergleicht es halt immer mit anderen Liquids, die man gedampft hat, wo man auch Joghurt irgendwie sowas in der Art drin hatte oder was cremiges. Das hier ist einfach nur frisch und fruchtig. Ganz einfach. Ja, es wird doch irgendwie noch beschrieben. Das Zusammenspiel der Aromen ist das Liquid bla 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 zu keinem Zeitpunkt der jeweiligen Frucht entsprechend sauer oder bitter. Richtiges Smooth und frisch geht es an das Werk. Das stimmt, es ist nicht frucht, also nicht zu bitter und nicht zu sauer. Außer wenn man riecht, da ist es schon arg sauer. Aber es ist die perfekte Mischung so aus beidem: aus Limette, Zitrone, Joghurt. Ich weiß nicht, wo der Joghurt jetzt genau ist. Vielleicht flacht der Joghurt das Ganze auch einfach nur ein bisschen ab. Das ist halt nicht wirklich bitter oder sauer wird. Probiert's aus. Ich finde es nicht schlecht. Jetzt in den kalten Tagen passt es mir persönlich nicht so ganz. Ich passe meine Liquids immer so ein bisschen an, je nachdem. Sommerlich, wenn so, also im Sommer dampfe ich sehr, sehr gerne sehr frische Sachen, so richtig kühle Sachen, sowas wirklich wie Zitrone und das passt definitiv für mich auch in den Sommer. Muss natürlich nicht heißen, dass es im Winter schlechter schmeckt, ne? Also, es kommt immer ganz auf die Person an und ich finde es eigentlich doch schon sehr, ich würde es in die Schiene für Sommerliquids draußen schön in die Sonne oder im Schwimmbad ein abdampfen und glücklich sein. Ja, ich würde sagen, probiert es einfach aus und es ist halt auch wieder schwer zu beschreiben, aber ich finde wirklich Zitrone, Limette, so alles ist im Vordergrund. Und wie gesagt, Joghurt schmecke ich letztendlich nicht raus. Ich gehe mal davon aus, dass der Joghurt oder die Joghurtaromen, die da drin sein sollten oder sind, sollen das Ganze wohl wahrscheinlich ein bisschen abrunden, dass es nicht zu sauer, nicht zu bitter wird. In dem Sinne, Freunde, nicht lange schnacken, Kopenhagen, stay true, join the website of life. Lasst mir lieben gerne wie immer ein Like und ein Abo da. Oder wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Follower. Und wie gesagt, bis die Tage.